Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren LEGO MicroFighters Review bei mir auf dem Kanal. Und zwar heute mit dem Resistance X-Wing Fighter mit dem Piloten, der hier allerdings nicht benannt ist auf der Packung, Tamen Snap Wexley. Da ist er auch drauf und ganz oben als 1:1 schon mal als Preview. Das kleine Set verfügt über 87 Bauteile, 75125 ist die Nummer. Kam in der Serie 3 heraus, noch mit Fahrzeugen, das heißt ein First Order Snowspeeder. Dann hatten wir noch die Ghost mit Hera, was war noch dabei? Ein TIE Advanced hieß der, glaube ich, oder wurde, glaube ich, so benannt. Sieht ein bisschen anders aus dann als der von... Das ist, glaube ich, mehr so wie der vom, nicht vom Interceptor, Inquisitor. Dann noch ein Wookie Gunship, ein Wookie Flyer und noch ein AT-AP dazu. Die kam mit in der Serie raus, aber es geht heute halt um den blau-weißen, beziehungsweise in diesem Fall blau-grauen Resistance X-Wing. Und da kann ich jetzt 6 und mach den auf. Der vom Poe kam ja leider nicht raus. Hätte ich also auch ganz gerne gehabt als Microfighter, aber nun gut. Es sind 2 Tüten dabei. Violette Düsen hat er. Also die Triebwerksstrahlen. Das Leuchten ist dann halt so in so einem, ja, oder fiesen Magenta dargestellt. Und da haben wir auch schon den Kopf von Mr. Grünberg, so der Name des Schauspielers. Ein Kumpel von J.J. Abrams. Und der Helm ist sehr cool mit einem Klarsichtvisier gleich mit dran. Und ja, haufenweise Teile in Grau und ein paar in Blau. Die Bedienungsanleitung, ich denke mal, verspricht jetzt nichts Neues. Großartig. Vorher nochmal das Titelbild drauf, was auch auf der Packung ist. Und halt eine gut strukturierte, leicht verständliche Lego-Bauanleitung. Bis hin, dann, bis er fertig ist. Hinten noch die Teile einzeln abgebildet. Und noch ein bisschen andere Werbung. Und halt auch die noch Werbung zu den anderen Sets der dritten Serie der Microfighters. Aber wir bauen das Ding jetzt erstmal zusammen und sprechen uns danach nochmal. Bis später und viel Spaß beim Zuschauen. We'll be right back.
gerade mal 10 Minuten Bauzeit durchaus ein Set für die Mittagspause. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich jedes Unternehmen möchte, dass halt ein Schreibtisch schon voll steht mit Microfightern oder anderen Lego-Sets. Aber ich kann mir vorstellen noch, dass der eine oder andere wäre sicherlich mal ganz bereichernd, wenn das so ein bisschen dann geschmückt ist. Aber wie gesagt, ist ja dann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und am besten sammelt man ja eh zu Hause. Der Microfighter X-Wing, finde ich, ist wieder sehr gut als ein solcher zu erkennen. Nicht nur als Microfighter, sondern halt auch als X-Wing. Auch hinten mit der, also der hintere Bereich, schön angedeutet. Auch so ein bisschen mit Weeblies. Hier oben diese Clips und auch unten drunter, die sind einfach dazu da, um nachher die Flügel, wenn man die aufstellt, dann zu stoppen, damit die dann wirklich auch in dieser schönen X-Position auch stehen bleiben. Dann hier vorne wieder diese kleine Cockpit-Scheibe, wie man es bei den Microfightern dann auch gewohnt ist. Er ist dann allerdings nicht weiß, er ist halt in hellgrau mit blau gehalten. Ich meine, der von Hasbro, der kam in weiß raus. Den habe ich leider noch nicht. Der Pilot, aber zu dem komme ich dann später noch, zu Temin Snap Wexley. Also den Helm, den finde ich gigantisch. Warum? Ja, das erzähle ich gleich noch. Schauen wir uns mal den X-Wing an, wenn die Flügel aufgestellt sind. Die muss man jetzt so einzeln natürlich hochmachen. Das Ganze steht ja auch dann auf den Flügeln. Wenn man sie hinstellt, dann fällt er ein bisschen nach vorne über. Das geht dann nicht ganz so gut. Also hängt ein bisschen. Obwohl, nö, es geht. Kann man auch machen. Und diese X-Position finde ich schon auch gut eingefangen. Obwohl jetzt die Flügel selber aufeinander liegen und nicht ineinander greifen, wie es nachher im Film ist. Aber in diesem Microfighter-Style, in dieser Karikaturart, finde ich das also schon vollkommen ausreichend. Ich glaube, ich halte immer viel zu weit weg von der Kamera. Dann, gut, die Düsen, das war das mit den Steinen. Genau, zwei Steine waren diesmal bloß dabei als Spare Parts, also als Ersatzteile. Einmal so eine Rundfliese und ein kleiner Dachstein. Halt die Cockpitscheibe und eine Düse. Die im Pink also doch schon recht knallig sind. So, als Shooter hat er dann vier Schnippshooter am Start, die man halt auf die gewohnte Art und Weise abfeuert. Je nachdem, wie doll man jetzt gegenschnippt und so weiter, fliegen sie natürlich. Ich versuch's mal nicht ganz so doll. Oh, na, das ist jetzt etwas aus dem Gefecht raus. Okay, entweder halten die Schnippshooter so gut oder ich habe gerade das Triebwerk getroffen. Doch, das geht eigentlich doch ganz ordentlich und hier habe ich dann Probleme. Da muss ich mit links schießen und links ist natürlich so eine Sache bei mir. Ja, der hängt doch etwas fest. Ja, so sieht dann aus, wenn die Bordgeschütze wechselnd. So, jetzt wird den nochmal richtig reinklippen, der war etwas schief. Sieht natürlich dann nicht mehr ganz so X-mäßig aus. Aber okay. Das sind aber trotzdem dann halt die Kanonen, die Waffenpunkte, die halt dann nachher auch die Schüsse abgeben und deswegen ganz legitim, wenn die dann halt als Shooter genutzt werden. Aber wie gesagt, sind halt die Schnippshooter und die anderen hätten hier oben natürlich dann etwas zu dick aufgetragen und die anderen Shooter, ja, hätten ein bisschen komisch ausgesehen, wenn er jetzt hier vorne so zwei Waffengeschütze noch dran gehabt hätte. Dann der Pilot. Entschuldigung, das ist jetzt mein erster Resistance-Pilot. Ich war jetzt überrascht über den Overall, den er dann trägt. Klar, die sind halt nicht orange wie bei in der alten Trilogie, aber ich habe sie rot in Erinnerung oder dunkelorange, also rot-orange, nicht dunkelorange. Das ist jetzt ja mehr so ein dunkelorange, mehr so, als wenn er schon mal in einem Ölbad gelegen hat. So, wenn man die Arme anschaut. Gefällt mir gut von der Farbe her, aber jetzt so zu den Resistance-Piloten Overworlds finde ich den also zu orange, nicht rot genug. Aber ansonsten die Bedruckung finde ich cool.
sehr detailliert auf der, im Frontbereich. Und auch die Flak Vest auf der Rückseite sieht auch ziemlich cool aus. Dabei hat er dann halt noch diesen kleinen Blaster. Gesichter hat er nur eins. So, guckt halt so relativ neutral. Auf der Rückseite ist er kahl. Dann der Helm. Also von dem war ich, bin ich echt begeistert, dass er der Pilot jetzt das Visier nicht aufgedruckt bekommen hat, wie es beim kurz hier vorgestellten Arwing Pilot aus Rebels war, sondern dass dieser Helm zweiteilig ist, das heißt also ein die weiße Oberschale und das Visier als Ring ausgeformt, was dann halt in den Helm eingelassen ist. Finde ich also sehr, sehr cool. Das habe ich jetzt bei den Force Awakens Figuren, bei den Basic Figuren schon vermisst, dass sie halt dieses fette, bei Hasbro halt dieses fette Bananenvisier haben, also diesen gelben Balken, wo man halt so nicht durchgucken kann. Wirkte halt schon sehr komisch. Und auch die Snap-Wechsel-Variante, Version von Hasbro, die hat halt auch leider bloß diesen, also keinen abnehmbaren Helm, sondern halt nur diesen gelben Balken halt vor den Augen. Und da muss ich sagen, trumpft Lego auf jeden Fall mit einigen Sachen auf. Und das in der Microfighters-Reihe, wobei ich jetzt nicht weiß, wie halt die Pilotenhelme ausgeformt sind, die bei den großen Sets dabei waren, da ich die leider noch nicht, ich sag mal, noch nicht habe. Da ich mich damals zu The Force Awakens mit Lego doch sehr zurückgehalten habe, weil ich wusste irgendwie, wo es hingeht und deswegen habe ich mich da noch ein bisschen gebremst. Denn die Sachen sind schon sehr, sehr geil. Also muss man irgendwie schon haben. So, der Helm nochmal von der Seite. Und auch von hinten. Also den finde ich wirklich auch wieder sehr geil. Also ich bin echt im Versuch, komme echt in Versuchung, auch Rebellenhelme zu sammeln und wie ich in einem Video schon meinte, halt so eine Galerie aufzubauen, wo es dann die Helme auf so Stelen stehen. Das hätte sicherlich auch was. Gar nicht mal so die ganzen Minifiguren, sondern einfach nur dann die Helme. Ja, das wäre es dann soweit. Ich schaue noch mal kurz auf den X-Wing. Aber das wäre es dann eigentlich soweit zu diesem Microfighter. Klapp, klapp, füge wieder zu. Auch wieder sehr witzig. Ich hätte ganz gern noch den von Poe, aber den gab es ja nicht als Microfighter. Den müsste man dann selber kreieren, sich ein paar Steine besorgen und selber dann zusammenbauen und sich halt eine Poe-Figur besorgen. Aber natürlich dann auch noch die älteren Sachen wie den X-Wing von Luke, der, war überrascht, wie hoch die Microfighter schon stehen. Der Millennium Falcon und auch der Snowspeeder. Das sind also so noch die drei, die mir auf jeden Fall noch zusagen würden. Ja, ich bin mehr so der Rebellensammler als die imperialen Sachen, obwohl die imperialen Sachen werden wahrscheinlich dann drankommen, wenn die ganzen Rebellensachen da sind. Irgendwie muss man sie ja weitermachen, ne? Hilft ja nichts. In dem Sinn, danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal, freue mich auf euch und tschüss.